denn mal Fließbänder schnappen? Ich denke, die Kiste war nicht beschränkt. War das Absicht? Es war ganz bestimmt Absicht. Das habe ich stundenlang im Voraus geplant, dass diese Kiste oben nicht beschränkt war. So, weg, 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 weg. Die können da auch rein. Den Rest hätte ich soweit eigentlich ganz gerne dabei. Achso, Radar-Dinger müssten wir auch bald wieder bauen. Ja, das stimmt. Die können da rein. Viewblocks auch. Steel Furnace brauche ich auch nicht unbedingt. Die kann ich bei Bedarf auch bauen und Kisten genauso. So, jetzt alles voll mit Fließbändern. Und ich denke, das sollte auch reichen. Das sollte mehr als reichen. Ja, aber sicher, sicher. Das heißt, wir schnappen uns einfach das hier unten. Was? Achso, mein Inventar ist voll, weil... Ja, okay. So viel zu einfach. Das muss der zweite Stack sein, der aufgebraucht wird. Dritter Stack. Hier geht es jetzt direkt an dem Ding hoch, richtig? Also immer an den Poles. Das war, glaube ich, der Plan. Ihr seid fleißig am Mauern bauen, das ist sehr gut. Den einen Turm setze ich mal hier hin. Türme waren einfach unten drunter, aber idealerweise so, dass man auch gut vom Fließband greifen kann. Das müssen wir bei Zeit noch machen mit dem neuen Blueprint und allem anderen. So. Dich jetzt weg. Und die Muni. Das sind alles falsche Türme. Das sind alle voll. Ah, hier. Okay. Hier. So. Jetzt da das Fließband rum. Warum ist da ein Turm auf dem Fließband? Geh weg. So. Wo ist mein Blueprint mit den... Genau das da. Jetzt dank dem Shift-Trick sollte das ja funktionieren. Genau. Ich brauche jetzt nur hier überall auch noch Robopaws. Also baue bitte zwei Robopaws, während ich weiter Fließbänder baue und den Robotern ihre Arbeit wegnehme. Weil die Blueprints dort bald verschwinden. Oui, oui, ja, oh. Problem Nummer 1. Also das muss später ja eh alles aufgefüllt werden. Aber temporär brauchen wir erstmal so einen komischen, knubbeligen Ausbruch da. Damit wir das verstellen können. So, Strom hast du auch noch über die Ecke? Ja, gut. Hoch, dann kommt das Problem gleich nochmal. Nämlich hier. Dafür habe ich gerade noch so genug. Davon. So, vielleicht, hoffentlich. Verbindet sich auch mit unten. Ja, gut, okay. Weiter. Weiter, 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 weiter. Und rum. So, dann. Die Türme. Jetzt need more working radars. Das ist richtig. Radars habe ich mir noch gar nicht mit drin in dem Blueprint. Oh, und ich verhungere wieder. Und ja, ich merke es immer erst, wenn meine Schilde weggehen. Okay, ich setze noch ganz kurz das Blueprint, dann kümmere ich mich um die Verhungergeschichte. Und zwar hätte ich gerne hier. Das ist so richtig, ne? Genau da. Und da schon mal die Blueprints, damit die Türme da gesetzt werden und auch ein paar mehr Mauern. Dann kommt hier noch der Anschluss an das da und ich habe ein paar Fließbänder über. Ja, falsch rum. So. Und diese paar Fließbänder, was mache ich damit jetzt? Also erstmal sollte ich jetzt Essen und Trinken holen. Ja, das ist klar. Aber danach sollte ich die Fließbandkiste beschränken und die Fließbänder, die ich jetzt habe, in die Kiste schmeißen bei einer Fabrik, die die Fließbänder auch verbraucht. So. Wir haben sogar mal Essen vorrätig, das ist schick. Das sind die ganzen Fische, die wir gefangen haben. So, wer verbraucht denn Fließbänder? Bestimmt eine von den Science-Pack-Geschichten.
nicht. Du brauchst Kupfer. Ich habe gerade keins auf Tasche. Du brauchst Fließbänder. Allerdings habe ich hier keine Möglichkeit, das irgendwie mit Kisten zwischen... Ah, doch, hier. So. So. Fließbänder. Dich... Ja... Ihr macht das schon. So, warum nehmt ihr keine? Weil ihr keine braucht, weil Grün ist in Massen vorrätig. Das ist okay. Schränk dich mal auf 2 Sticks. Dann ist das auch okay. Hier werden keine Gewehrchen angestellt, weil kein Eisen ankommt. Und es kommt kein Eisen an, weil alles zu Chips produziert wird. Und wir haben inzwischen nicht genug Chips. Hä? Oh. Und die Übersicht unten rechts ist ganz schön klein geworden. Sehe ich aber auch fast keine. Ja. Kann ich jetzt so gerade... Boah, ist das wenig Eisen, was hier rauskommt. Ja, aus der Weiterung, ne? Wie. Ganz viele Grinder. So, und Kupfer kam jetzt auch nicht genug an. Habe ich das richtig verstanden? Genau, du bist nämlich leer. Das heißt, das hier kann alles weg. Dieser gesamte komische Apparat kann weg. So. Und die Flakes werden hier gut weggefangen. Also müsste ich hier... So. Da noch einen hinsetzen, der das direkt in einen Grinder packt. Und dann von hier aus auf das Fließband stellt. So, das boostet das hier ein wenig. Den Schmelzofen da und da noch mit hinmachen. Rein, rein, raus, raus. Da wird schon mehr Kupfer kommen. Aber ich brauche allgemein viel mehr Grinder. Das heißt, ich muss bald wieder los Basen töten. Ich habe genug Drills, um das Eisenfeld am Osten abzubauen. Das ist echt schick. Was meckert ihr alle? 53 Objekte fehlen, aber es wird langsam weniger. Das heißt, es ist nichts, was wirklich fehlt, sondern es muss noch nachgebaut werden. Und ihr habt falsche Ärmchen. Genau. Ist das Problem überall? Muss ich gleich mal gucken. Haben wir Construction Bots, die gerade nichts zu tun haben? Wo kann ich das nachgucken? Bei einer Kiste, richtig? Mal irgendeine Kiste da. Available Construction Bots 0 von 35. Okay. Aber Logistikbots haben welche, die nichts zu tun haben. Das ist ungewöhnlich. Na gut. Oh, und da sind Lücken der Mauer. Bitte das Blueprint für Mauer. Neusetzen, drehen, neusetzen. Dann brauche ich gleich ganz viel neuen Stein für Blendfills, damit ich das hier vorbereiten kann. Wobei ich jetzt schon mal anfangen kann mit der Stromversorgung. Ich glaube, so ist einfacher. Blub, blub. Blub, richtig. Okay. Ja, hier passt das jetzt nicht. Das heißt, hier mache ich es kurz von Hand. Und die Drills sollten dann hier auch schon fast reichen. Weil ich werde bei weitem nicht genug Grinder haben, um das alles so laufen zu lassen. Frage ist, will ich denn wirklich hier schon komplett mit Grindern arbeiten? Weil das ist schweine viel Eisen. Das sollte doch eigentlich halten, bis wir die Basis noch weiter erweitern können, um dann das Ding da zu schlucken. Oder die ersten Außenposten bauen, wie da unten zum Beispiel. Aber weiß nicht. Wie groß war das Feld hier? Der Basis. Dass das da war. Es war ungefähr so. Also wie das da unten, vielleicht ein kleines bisschen mehr. Und das hat jetzt doch schon recht lang gehalten. Aber unser Bedarf ist inzwischen auch tierisch gestiegen. Nee. Ich werde das hier vorbereiten, dass das Roherz abtransportiert wird.
dann eine Abteilung machen, wo die Grinder das dann umwandeln in das Pulver und nur das Pulver wird zu den Schmelzöfen gebracht. Regulärer Angriff im Südwesten, kein interner, das ist okay. Ich fange hier also an mit euch. Nach irgendeinem besonderen Schema? Nö. Mach erstmal einmal so, dass möglichst viel abgedeckt wird. Dann können wir später noch gucken, dass wir dann die kleinen Ecken. Was? Keine Stromversorgung? Achso. Blieb. Oh, und ich muss vorsichtig sein, dass. Kostet ja alles Strom und Strom ist jetzt nicht so super dolle toll gerade. Ist das doch ein interner Angriff? Nein. Aber es werden reguläre Türme angegriffen, die sich nicht gegen einen Sniper wehren können. Och Junge, es muss ich da jetzt schon wieder aktiv werden. So. Den halt runter da. Ja, ein Turm wird beschädigt. Das Also ich sollte eigentlich gar nicht mehr mit den normalen Türmen arbeiten. Es macht auch keinen Sinn. So. Ich glaube, ich habe da gerade was komisch gebaut. Ja, die sind natürlich alle nicht dasselbe Muster. Na gut, machen wir hier erstmal. Ne? Und anscheinend hat sich der Angriff unten auch geregelt. Ja. Weil irgendwann das Vieh, das am Zerstören war, wird irgendwann sein Ziel zerstört haben. Außer die Roboter reparieren ewig hinterher. Dann geht es einen Schritt vor, um den nächsten Turm anzugreifen. Dann kommt es irgendwann in die Reichweite eines Snipers. Und dann passt das auch schon. Das da muss weg. Ich hätte es nutzen sollen, um da einen Übergang zu machen. Egal. So. Die Grinder-Anlage kann ich dann hier unten machen. Dass das Erz hier lang fließt. Ich brauche überall noch Licht, fällt mir gerade auf, es ist schweinedunkel. Dass es hier unten lang fließt und dann auf das alte Fließband kommt. Das Fließband, was jetzt von oben gar kein Eisen mehr bringt, sehe ich gerade. Das heißt, das kann auch komplett weg. Das verwirrt hier nur unnötig. Alles alle. Yep. Da ist auch noch ein Grinder gewesen. Einer mehr für die Sammlung. Und einen sollte ich auch noch bauen können, wenn ich mehr Stahl dabei hätte. Ja, Stahl hole ich mir gleich. Hier war auch mal früher irgendwann eine private Stahlanlage. Aber die ist schon länger nicht mehr in Betrieb. Es sind noch irgendwelche Reste davon über, die ich plündern könnte. Nö, so Stahl? Das sind die Fließbänder, ja. Stahl, nö. Ganz viel Holz, ein bisschen Stein. Wie auch immer du in mein Inventar kommst, du kannst raus. Ah, der Treibstoffpuffer neigt sich langsam, aber stetig dem Ende. Müssen wir ebenfalls im Auge behalten. Bau mal. Was? Kupfer fehlt. Ja, okay. Kupfer scheint jetzt das ernstere Problem zu sein. Also Kupfer holen, Stahl holen. Und ich habe da oben gerade recht viel Muni gesehen. Schwupp. Schwupp, 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 schwupp. Falscher Turm. Was für eine Kiste bist du? Eine Storage Chest. Also stehst du zur Verfügung, das ist gut. Und die Türme da. Und dann kann ich bald wieder eine Blase zerstören, um dann noch eine Alien-Attack zu bekommen. Boah, ist das wenig. Echt wenig. Stahl, Kupfer, Stahl, Kupfer, Stahl, Kupfer. Kupfer ist da. Wird Kupfer weggefangen? Ja, von der einen Kiste hier oben. 21 Stück. Noch mehr. Noch mehr. Alles. Es hapert jetzt am Pulver. Okay, also noch ein Drill. Hier, der das ein Grinder packt, der es auf ein Fließband legt. Irgendwo gehen Dinge kaputt. Ich mir gleich an. So. Sollte tot sein. Sonst wäre noch eine rote Nachricht. Okay.
Wobei ich eigentlich gesagt hatte, dass ich genau so das nicht machen wollte, ne? Ah, ich brauche einen Kupferaußenposten. Das wird das nächste größere Projekt sein. Ich brauche eine Bahnanbindung und ich brauche einen Kupferaußenposten. Mit einem richtig schönen großen Kupferfeld, wie da zum Beispiel. Und da baue ich den richtig auf.